So, weiter geht's. Wir haben ja im letzten Part ganz schön viel Action erlebt. Deswegen wird das jetzt eher mal so ein ruhiger, entspannter. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Ich sag schon entspannt und mache erstmal Protego in meinem eigenen Haus. Ich sehe den Raum, den wünsche ich jetzt als mein Haus an. Ah ja, meine ganzen Tränke habe ich gar nicht benutzt. Aber wir können mal gleich zu den Pflanzen gehen. Webstuhl brauche ich jetzt auch. Hey, wo ist das? Hier. Ich benötige eine Identifizierung. Oh, es war nur eine seltsame silberne Brille. Ich Okay. finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauchten. Naja, bin ich auch. So, das alles mal abernten. Das auch gesammelt. Dann, nächstes. Okay. Hab wohl genug Kaukohle. Davon auch genug. Ja, okay. Ich habe, glaube ich, nur die Alraunen benutzt. Da ist es dann halt so. So, dann geht's weiter hier lang. Sind meine Tränke auch fertig? Kann ich direkt einen neuen brauen? Vor der nächsten Aufgabe nehme ich auf jeden Fall genug Tränke mit. Oh, da ist ein Nippler. Ja, um die Tiere könnte man sich auch kümmern. Habe ich denn überhaupt irgend. Oh nein! Direkt die Alraune verschwindet. Habe ich denn überhaupt noch neue. Ne, ich habe gerade eh keine Tiere mehr im Inventar. Da muss ich da auch nicht rein. Dann machen wir jetzt eine entspannte Runde. Akio-Duell. Und danach gehen wir nochmal zum Raum der Wünsche. Boah, wenn wir die letzte Prüfung haben, dann müssen wir noch die ZAGs machen und fertig. Ja, und diesen Schatz, aber ist Renrock jetzt eigentlich tot? Oh, da ist mal wieder der Sie sind mein Professor. Gegner im Akio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie? Natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Ja. Bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Also wie gesagt, wenn das Spiel aus ist, wird das nochmal als Snape gespielt. Akio. So mein Plan. Wo ich dann vielleicht auch andere Projekte erstmal mache. Obwohl im Moment macht mir das so Spaß. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich sonst spielen soll. Ich bin die Blauen, ne? Versuche ich mal den anderen Hunderter zu nehmen. Ich werde das eh mehrmals machen müssen. Ja, das war nicht schwach genug. Ich meine nicht stark genug. Irgendwas wird er auch verkacken, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich mache jetzt seinen Turbo einfach weg. Das kann doch nicht sein. Gut gemacht. Ich kann man da nur Gleichstand schaffen oder was? Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Ja, sorry, wenn du da zuerst drauf gehst. Ja. Okay. Guck mal, ich habe doch jetzt eigentlich schon gewonnen. Ich kann den doch jetzt komplett kurz machen. Ja, einfach so schön auf die Gelb legen, ohne dass irgendwas passiert, solange meiner nicht runtergeht. Wunderbar, ein solches Können in Okay, das diesem jungen Ronald war Alter. jetzt echt für mich am leichtesten. Yay. Geschafft, geschafft, yay. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich hatte einen guten Lehrer. So, Schmeichelei. Zugegeben nicht unbegründet.
Ich nehme das Kompliment demütig an. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Ein Heuler zu bekommen. Im Akio-Duell macht dir niemand was vor, oder? Naja. So, dann gehen wir noch mal kurz zum Raum der Wünsche. Vielleicht können... Nee, neue Alraune, die braucht, glaube ich, länger. Die braucht bestimmt 10 Minuten oder so. Deke findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich aufmachen zu dieser Schatzsuche. So der Plan. Mal gucken, ob ich jetzt noch die Alraune wieder zurückkriege. Und ohne Scheiß, dann lege ich einfach mal diesen Trank da auf das Ding. Wo ist Alraune? Sehe ich die Alraune schon? Hm, was denke ich? Das. Nö, noch 4 Minuten. Egal. Da. Und das nochmal. Ja, jetzt gehe ich mal erstmal zur Schatzsuche. Ich kann ja später die Tränke abholen. Weltkarte. Erstmal gucken, gibt es hier oben noch irgendeine Nebenquest? Nee, bei Karte von Hogwarts haben wir was. Noch offen. Ich weiß zwar nicht was. Hier war eine schwarze Fahne. Ja, die Sachen halt jetzt, Delpo-Greif markiert die Stelle, das will ich jetzt machen. Gucken, wo das auf der Karte ist. Es wird natürlich nicht angezeigt, aber wenn wir da noch einmal drauf gucken... Oh, wie sehen die Karten nochmal aus? Hier eher so, ne? Bei einer Burg unten drunter ein außerirdisches... Warte. Bei so einem umgekehrten Italienstiefel. Bei einem umgekehrten Italienstiefel. Das war schon... in diesem Scheißteil hier, würde ich sagen. Da muss ich eh noch mal hin. Ich gehe mal erstmal hier hin und guck mal noch mal, wo das sein soll. Auf jeden Fall ein Drachen. Und ich habe das Gefühl, ich war da schon mal in der Nähe. Also nochmal gucken. Ah ne, ansehen möchte ich das. Feuer und Schnee hilft gegen den Drachen. Keine Ahnung, ist das hier irgendwo? Ich hab keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach mal. Ja, hier so rum. Oder ich fliege hier mal rum, ist das, glaube ich, ein besserer Plan.
das hier? Kann auch nicht hier sein. Nee, hier war ich doch schon. Hier ist es. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. So, fliegen wir mal da hinten hin. Ich weiß halt nicht, was dieser komische Stiefel sein soll. Das da oben könnte auch dieses Haus sein. Also ich würde jetzt einfach hier in diesem Gebiet ein bisschen erkunden, ob man das hier irgendwo findet. Hier war ich meiner Meinung nach. Anne ist besorgt. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe. Andringo! Ich hoffe. Akio! Bambara! Contringo! Ja, das machen wir auf jeden Fall. Diese Nebenquest machen wir auf jeden Fall besser. So, und dann hier irgendwo war noch eins, aber der ist mir jetzt erstmal egal. Machen wir doch einfach jetzt diesen Ort der Macht. Warte. Nee, kann man nicht. Also ich muss auf jeden Fall nach oben. Hier muss es doch irgendwie so eine Art Treppe oder sowas geben. Ja, oder man muss halt rausgehen. Ist halt so ein verlassenes Herrenhaus, würde ich sagen. Hm, sogar mit Labyrinth. Oh, was ist denn da auf der Karte? Hm, das kann ich auch machen. Ja, okay, dann haben wir jetzt erstmal meiner Meinung nach genug zu tun, bevor wir überhaupt die Nebenquest machen müssen. Kann man hier nicht landen? Kann man da wenigstens durchfliegen? Ja. So, kann man hier landen? Ja. Bin ich zwar da drin gelandet? Egal. Hallo, Homura. Ja, ich glaube, diese kleinen Nebensachen finde ich schon ganz eigentlich ganz cool. Die Hauptaufträge ist immer so viel mit Kämpfen und dann kommt so nicht das Hogwarts-Feeling rüber. Kann auch Spaß machen, aber ist vielleicht nicht das Geilste. Revelio. Ja, jetzt bin ich hier draußen. Dann laufen wir doch mal hier hin. Ich muss auf jeden Fall noch weiter nach oben. Ja, komm, komm, das schaffst du. Ja, komm, wir gehen da einfach mal rein. Ah, jetzt sind wir weiter oben, perfekt. Also eigentlich wollte ich das Ding einsammeln. Ich hoffe, ich habe es jetzt eingesammelt. Ist egal, ich will hier reinfallen. Los, los, fall hier rein. Oh Mann. Ah, perfekt. Also manchmal hat es auch Vorteile, runterzufallen. Das war nicht allzu schwer. Ah, jetzt ist schon fertig, oder was? Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Revelio.
Na, vielleicht habe ich gescheatet, ich habe keine Ahnung. Sollte man das so machen, sollte man das nicht so machen? Upsi. Hier ist auf jeden Fall noch ein Sack. Da vorne ist noch eine Truhe. Wurde ich ehrlich gesagt... ach so, vielleicht muss man das zerstören. Dann kann man da vielleicht hin. Ja, oder man fällt runter. Das geht natürlich auch. Ist auch eine Option, würde ich mal sagen. Jetzt regnet es auch noch. Jetzt möchte ich aber auch noch in dieses Labyrinth-Dings hier rein. Oder... ich guck mal, ob man hier oben rein kann. Nee. Ja, komm, dann geh einfach runter und jetzt geh auch für deinen Spaß in das Labyrinth rein. Das ist eher so ein Strudel, ne? Ich meine eine Spirale. Wow, spaßig. Yay, yay, ich hab so Spaß in der Spirale. Obwohl, es gibt halt auch immer nur einen Weg. Was erwartet mich wohl in der Mitte? Ein Schatz. Contringo. Sendio. Oh, voll die Verschwendung. Yay, kann man jetzt hier rausfliegen? Nee, aber mit Seidenschnabel könnte man raus. Was für eine Verarsche. Egal, dann machen wir noch diese eine Aufgabe. Also raus geht auf jeden Fall schnell. Merlins Aufgabe wird noch gemacht. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Nein, das kann überhaupt nicht sein. Auch nicht das mit den Schalen. Revelio. So, da oben ist eine, da ist eine. Das sind ja meistens drei. Also da, da oben. Und wo ist die andere? Also da ist eine Schale. Da ist eine Schale. Das sind nur die zwei. Ich probiere es einmal aus. Contringo. Ja, es ist noch eine. Revelio. Ja, wir gehen erstmal da hoch. Holen uns erstmal die Schatztruhe. Erstklässlerhut. Suche ich trotzdem noch die andere Schale. Oh, ich habe sie gefunden. Also, da... Der Witz ist, das ist zu weit auseinander. Wo ist denn die andere? Ach, da. Vielleicht von hier aus. Oh, gerade noch so geschafft. Geschafft, geschafft, yay. Also wenn der Part gleich vorbei ist, ne, dann ist meine Zeit um. Nicht, dass ihr wundert, dass es keine Abmoderation geben wird. Das könnte passieren. Übrigens, bei mir ist es
Viertel vor 10 und es ist draußen noch hell. Gruselig. So, dann ist doch hier noch irgendwo eine Schatzhöhle. Und zwar weiter unten. Ah, was ist das denn? Ah, da ist so eine Plattform, da muss man eh erstmal schön landen. Ja, da kann man gerade nicht landen, aber komm, jetzt kannst du hier landen. Wow. Akio. Komm, wir gehen einfach mal da rein. Es ist zwar wahrscheinlich nicht der Schatz, den wir hier suchen, aber kann ja nicht schaden, die Welt anders zu erkunden. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Ach du Scheiße. Contringo! Expelliarmus! Repulso! Als ob das jetzt richtig war. Es ist doch so random, als ob man da einfach irgendwas ziehen muss. Ja, okay, da will ich. Okay. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ja. Hier. Also die unten habe ich schon durch. Die beiden sind auch gut. Das ist auch gut. Was ist mit dem? Nicht gut. Auch nicht gut. Ja, jetzt die alle noch der. Nee, doch nicht. Was für ein Mist aber auch. Ja, jetzt habe ich alle. Yay, jetzt bin ich an dem Schatz. Wow, eine Holzbrille mit silbernem Gestell. Dafür hat sich das gelohnt. Kann ich jetzt bitte wieder hier raus? Wow, hat das einen Spaß gemacht. Das hat sich gelohnt. Sollte ich öfter machen, sowas. Naja, egal. So, das war doch eigentlich ganz erfolgreich. Jetzt gucke ich nochmal auf der Karte. Ja, diese Nebenquest holen wir uns das nächste Mal ab. Soll das hier dieser Italienstiefel sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist es doch, oder? Wenn wir nochmal bei Inventar gucken. Nee, das schließt mir irgend so ein Seeding ein. Das ist das nicht. Hier irgendwo. Auf jeden Fall, Leute, der Part ist jetzt vorbei. Wir machen da das nächste Mal weiter. Wir machen schon mal einen Wegpunkt hier hin und speichern das. Bis dann.